wer beherrscht diese Welt wirklich? Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere da bei bestimmten Familien landet und Logen und allen möglichen. Aber bleibt mal dran, denn der Reitgave, ja, er ist mal wieder da, der hat was zusammengetragen, was ganz im Sinne auch von Neue Horizonte ist. Und ich bin gespannt, wie es euch erreichen wird. Mehr zu seiner Arbeit findet ihr immer unter den Videos. Einfach mal durchscrollen, direkte Links. Und ich sage einfach, jetzt heiße ich euch herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV zu diesem spannenden Thema. Und jetzt geht's los. Reike, schon ein bisschen her, dass wir zusammengesessen haben hier. Du siehst, wir sitzen mal anders. Mhm. Doch, nach 6 Jahren kann das ja auch mal sein. Du bist der Gleiche geblieben. Und hast hier wieder gut was zusammengetragen, was mit dem Titel dann doch überrascht. Weil, ja, so viele da an so einer bestimmten Ebene hängen bleiben. Warum ist denn das Thema so wichtig? Wir reden ja heute über das Thema eigentlich Macht. Man mhm. könnte auch sagen, das Machtspiel, was wir auf dieser Erde haben. Und mir ist es ganz wichtig, den Menschen klarzumachen, wie mächtig sie selber sind. Und solange wir uns aber dessen nicht bewusst sind, dass solange wir uns ohnmächtig fühlen oder uns in eine Ohnmacht hineinzwingen oder drängen lassen, klingt das natürlich alles, wenn man dann sagt, ja, der Mensch ist Schöpfer, alles wie so eine Fassade, so eine ESO-Gequatsche. ESO-Gequatsche, ja, wie man möchte. Also, und mir geht es darum, mal wirklich von der Pike an, das mal darzulegen, welchen Anteil wir alle dazu beitragen, man könnte sagen, an der Selbstversklavung. Mhm. Ja, oder man könnte sogar sagen, wir selber sind unsere eigenen Torwächter, die Torwächter unseres eigenen Bewusstseins mhm. oder Gatekeeper. Mhm. Es gibt niemanden da draußen, der uns vor dem Wissen oder vor dem, was es gibt, irgendwie versucht zurückzuhalten. Das ist aus meiner Sicht eine Illusion. Sondern wir sind es selber. Wir müssen uns selber ermächtigen, wir müssen uns selber einweihen. Und das Wissen dazu müssen wir uns selber holen. Denn Wissen ist eine Hohlpflicht und keine Bringschuld. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist mir eigentlich ganz wichtig, weil wenn wir in ein neues Zeitalter wollen, alle mehr oder weniger erleben ja gerade sehr viel Leid. Und dieser Leid zwingt die Menschen dazu, die Dinge zu hinterfragen und auch mal sich ja, selber sein Leben in Frage zu stellen und ob das, wonach wir bisher gelebt haben, vielleicht wirklich nicht so optimal ist. Aber dann kommt ja die Frage, wo wollen wir wirklich hin? Und was müssen wir dafür tun? Was müssen wir verstanden haben? Wir wollen ja eine Lernerfahrung aus dem, was bisher gelaufen ist, auch irgendwo für uns mitziehen oder mitnehmen und daraus ziehen. Und dafür müssen wir das auch mal reflektieren, was passiert ist. Und erst dann können wir aus meiner Sicht wirklich etwas komplett Neues aufbauen. Weil diese Muster, nennen wir es mal wirklich eine bestimmte Psychostruktur, die wir alle irgendwo haben, weil wir in einem bestimmten System groß geworden sind, die müssen wir erst mal in uns selbst erkennen. Das ist innere Arbeit. Es geht hier um innere Arbeit. Ja, das ist eigentlich das, worum es mir auch jetzt mit diesem Thema heute geht. Ja. Und ich würde gerne mal, um ins Thema reinzukommen, ich habe das Thema jetzt genannt, wer beherrscht unsere Welt wirklich? Ich würde gerne zu Beginn 5 einfache Schlüsselfragen stellen, die einfach mal so ein bisschen selber zum Nachdenken anregen sollen und das Thema vielleicht noch mal ein bisschen differenzierter betrachten. Ja. Damit man vielleicht leichter in dieses Thema auch eindringen kann. Und zwar die erste Frage, die man sich selber mal stellen sollte, lautet aus meiner Sicht, wer oder was hat den größten Einfluss auf dein Leben beziehungsweise auf das Leben der meisten Menschen? Ja? Und es ist ja so, eine Frage, die man sich selber stellt, führt ja dazu, dass der Kopf anfängt, nach Antworten zu suchen. Genau, also für Eltern von schulpflichtigen Kindern, ja, da ist die Schule alles bestimmt. Ne? Ja, 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 ja. Zeitplan, alles. Oder man könnte die Frage auch anders formulieren, wer oder was beherrscht und kontrolliert dein Leben beziehungsweise steuert dein tägliches Verhalten? Steuerst du das selbst? Glaubst du, dass du dich selber frei für bestimmte Dinge entscheidest? Oder sind es Zwänge? Sind es bestimmte Muster, die andere dir gegeben haben? Und dann kommen wir eigentlich zur zentralen Frage, was ist Macht und wie genau funktioniert sie?
Und warum fühlen sich viele Menschen ohnmächtig? Ja. Also die Frage, wieso fühlt sich ein Mensch überhaupt ohnmächtig? Wo kommt das her? Obwohl ihm ja irgendwo jemand sagt, oder viele hört man ja, der Mensch ist ein Schöpfer, der Mensch kann etwas erschaffen und so weiter. Und trotzdem fühlen sich die meisten ohnmächtig. Ja. Und dann möchte ich gerne abschließend noch das Thema, was genau ist das Böse in der Welt? Auch darüber möchte ich heute einfach mal kurz was sagen. Weil ich glaube, das ist wichtig, dass wir das Böse in der Welt, ich sag mal so, auch dem die Fratze runterziehen und es als das enttarnen, was es wirklich ist und nicht, was es uns immer erzählt wird, was es sein könnte. Ja, irgendwelche, wie auch immer gearteten Wesenheiten. Ja, und weil es ist ja immer dieses Spiel, wenn Menschen dieser Gesellschaft groß werden, werden ihnen natürlich bestimmte Legenden, Mythen vermittelt als Kinder und die sind natürlich drin. Aber vielleicht ist es ja doch alles ein bisschen anders. Ja. Nur das müssen wir uns als Erwachsene dann auch wieder bewusst machen und auch selbst erarbeiten. Und viele sind leider immer noch in irgendwelchen kindlichen Mustern drin. Und mit diesen Mustern betrachten sie die Welt in einem sehr einfachen Schwarz-Weiß-Denken. Und das hilft uns ehrlich gesagt nicht weiter, um aus der Nummer, in der wir uns hier befinden, rauszukommen. Ja. Also da, für mich ist das eigentlich ziemlich offenbar, dass dieses ohnmächtig Fühlen ganz viel mit unserer Kindheit zu tun hat. Ja. Also, dass das da angelegt ist. Ja. Ne? Ja. Weil da waren wir der Erwachsenenwelt ohne Macht ausgeliefert. Ne? Und, sag mal, der Willkür auch ja, ausgesetzt. Das der Schlimmste, Unbewusstheit, ja, der Unwissenheit. Auch, der ja, das Schlimmste war für mich war, oder ich glaube auch für alle Kinder, ist wenig Verlässlichkeit, sondern ne, mal so, mal so. Ja. Ja. Ganz nach Laune. Oh, das ist also Orientierung, es geht ja immer um Orientierung. Ein Mensch, der in die Welt neu kommt, der muss sich erstmal orientieren an irgendetwas Bestehendem. Und zwar etwas, was mehr oder weniger konstant ist. Und das kann natürlich, sage ich mal, schon verkehrt sein. Und es kann auch, was du sagst, sich ständig ändern. Wodurch auch natürlich eine Art Verwirrung entsteht. Oder man könnte auch sagen, eine Art von Bindungslücke. Ja. Ja? Und diese Bindungslücke, die muss geschlossen werden. So sind wir nun mal gestrickt. Wir brauchen eine Art von fester Orientierung. Einen Punkt, an dem wir uns orientieren können. Eine Bezugsperson. Ja. Ja? Und diejenigen, die diese Bezugspersonen sind, das sind ja normalerweise die Eltern, die haben ganz schön viel Macht. Und zwar im Hinblick auf die Formung des Weltbildes des Kindes. Wenn sie sich dessen bewusst sind und es im Sinne des Kindes machen, wunderbar. Wenn sie selber unbewusst sind, weil sie vieles bei sich selber noch nicht hinterfragt haben, ja, dann werden Muster weitergegeben. Und das ist das, womit wir es heute zu tun haben. Und diese Muster sind auch das, was uns in der Ohnmacht hält, aus meiner Sicht. Genau. Du hast da deswegen, wir können ein paar uns Sachen, mal ein paar Sachen zusammengetragen. Amnik, warum sich ein Mensch ohnmächtig fühlt. Ganz genau, ganz genau. Das sind ja im Grunde jetzt hier aus meiner Sicht 10 Punkte. Also klar, erstmal geht es um Wissen, was ich schon sagte. Also Wissen ist eine Hohlpflicht. Und wenn man kein Wissen hat von einer bestimmten Sache, einem bestimmten Sachverhalt, bestimmter Zusammenhänge, dann ist Raum für Ängste. Das sehen wir heute ganz klar. Wenn man nicht versteht, warum die Gesellschaft gerade sich so verhält oder warum bestimmte Gruppierungen in der Gesellschaft diese Maßnahmen jetzt in den letzten 2 Jahren so forciert haben oder orchestriert haben weltweit, wenn man das nicht versteht, dann macht einem das Angst. Angst vor der Zukunft. Ja, weil das ist keine Berechenbarkeit. Absolute Ohnmacht. Absolute Ohnmacht. Ja. Dann auch, wenn man natürlich sehr jung, unerfahren ist, also vielen Erfahrungen oder auch Erfolgserlebnissen im Leben, ja, die haben natürlich auch was mit dem Thema Selbstwert zu tun. Also es geht hier im Kern immer auch irgendwo um Selbstwert, Selbstliebe, Selbstannahme. Und da kommen dann natürlich sowas wie traumatische Erlebnisse hinzu. Die haben mehr oder weniger wir alle erlebt. Und das führt, das weiß man aus der Traumaforschung, zu einer gewissen verzerrten Wahrnehmung der Welt. Also wir können die Dinge dann nicht mehr ungefärbt sehen, sondern wir schauen durch diesen Filter, durch dieses Dia, was vielleicht einen Riss hat. Und dadurch verzerren sich bestimmte Sinneseindrücke. Und wir interpretieren sie halt immer auf eine bestimmte Art und Weise. Oder wir projizieren sie dann im zweiten Schritt, wenn wir es dann erst falsch sozusagen oder verzerrt wahrgenommen haben. Wichtiger Punkt, viele Menschen haben keine Ziele im Leben. Und es gibt ja diesen Spruch, jeder dient im Ausmaß seines Verstehens sich selbst und im Ausmaß seines Nichtverstehens anderen, die mehr verstehen. Das heißt aber auch, habe ich eigene Ziele, denen ich folgen kann, wunderbar, habe ich sie nicht, folge ich immer automatisch fremden Zielen. Das geht gar nicht anders. Das heißt, wenn ich keine eigenen Ziele im Leben habe, keinen Plan habe, habe ich auch keine Handlungsmotivation, irgendwas zu bewirken. So. Und dadurch füge ich mich dann irgendwo in der einheitlichen grauen Masse ein und mach das, was andere vorgeben, die genau wissen, wie man Menschen lenkt und leitet. Mhm.
Unreife, Aberglaube, Naivität, das ist das, was ich sagte, diese kindlichen Muster, die wir also nie hinterfragt haben, die wir bis ins biologische Erwachsenenalter übernommen haben und mit denen wir immer noch versuchen, die Welt uns selbst zu erklären und verstehbar zu machen. Falsche Gewohnheitsmuster, allen voran natürlich auch diese abwartende, passive Haltung nach dem Motto, das machen andere. Es gibt da welche, die haben wir gewählt oder auch nicht gewählt, aber die machen das schon für uns, also so vermeintliche Autoritäten. Das heißt, dieses Inaktivsein, also dieses Nicht-Proaktivsein, gibt uns natürlich auch nicht das Gefühl, dass wir in unserem Leben Kontrolle hätten oder unser Leben selber gestalten könnten, sondern wir sitzen in so einer abwartenden Haltung. Ja? Diese Passivität, das werden andere für mich machen, wird schon gut sein. Hoffentlich. Also es ist die klassische Angst-Hoffnungsfalle, in der sich ja auch viele Patienten befinden. Ganz entscheidender Punkt, fehlendes Selbsterkenntnis. Wir sind nun mal hier auch, um uns selbst zu erkennen, ja, was wir wirklich sind. Nicht, was vermeintlich wir zu sein scheinen, sondern was wir wirklich im Wesentlichen sind, in unserem wahren Wesenskern. Jenseits unseres Terranautenanzugs. Genau, der Terranautenanzug ist zwar schön und gut und auch die Qualität dieses Anzuges bestimmt, was wir für Erfahrungen machen können, machen dürfen, aber wir sind ja nicht dieser Anzug. Genau. So. Aber dieser Anzug hat auch bestimmte, ich soll mal sagen, Instinkte in sich. Und diese Instinkte gilt es auch zu beherrschen. Ja. Und nicht umgekehrt, dass diese Instinkte uns beherrschen. Ja? Also auch ein ganz wichtiger Punkt. Und dann sind wir schon beim nächsten Punkt, das Thema Charaktereigenschaften. Menschen haben auch schlechte Charaktereigenschaften. Da gehen wir noch mal gleich näher drauf ein. Oder dämonische Charaktereigenschaften. Und die gilt es ganz wichtig, in sich selbst zu kontrollieren. Und im Umkehrschluss die göttlichen Eigenschaften, welche das sind, sprechen wir auch noch drüber, zu kultivieren. Das ist eigentlich unsere Lernaufgabe, die wir haben. Diese beiden Dinge in uns, diese Instanzen, die in uns wirken, erstmal zu unterscheiden, das ist ganz wichtig, und dann eben die einen zu kontrollieren und die anderen zu kultivieren. Wohlgemerkt mit freiem Willen. Mhm. Und das, was wir im Leben, sag ich mal, wiedergespiegelt bekommen, hilft uns eigentlich, diese Aspekte in uns, das Dämonische, aber auch das Göttliche, zu erkennen. Das ist ja wie so eine Reflexion. Das, was wir in uns haben, geben wir nach außen. Ja. Und umgekehrt, dass die Umstände reflektieren uns das und helfen uns eigentlich dabei, das zu finden. Ja. So. Und ein Mensch, der keinen Lebenssinn hat, der ist genauso wie jemand, der keine Ziele hat. Und wenn du keine Ziele hast, ja, dann wirst du rumgetreten, Tom, den Umständen des Lebens. Bist also passiv. Sinn kann es machen, Verantwortung zu übernehmen. Und zwar in so einer Art abgestuften Hierarchie. Also erstmal für sich selber, dann vielleicht für seine Familie, dann vielleicht für die Gemeinschaft und immer mehr. Und je mehr Verantwortung ein Mensch übernimmt, desto mehr Macht bekommt er auch. Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und die Menschen, die am meisten Verantwortung übernehmen, sollten auch die größte Macht haben. Aber im ethischen Sinne. Das ist ganz wichtig. Mhm. Ja? Also das heißt, die Geschicke eines Staates leiten, das sollten diejenigen sein, die die größte Dienstbereitschaft mitbringen, die größte Verantwortung tragen und die höchste Ethik verkörpern. Ich bin der erste Diener meines Staates. Richtig. Sagte mal ein König. Ja. Richtig, ganz genau. Und natürlich das Thema Gesundheit. Ich sage immer, Gesundheit ist die Grundvoraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben, auch in Freiheit. Und wenn wir uns nicht wohlfühlen in unserem Terranautenanzug, ja, also wenn das Energielevel niedrig ist, wenn wir hier und da Schmerzen, Wehwehchen, Gebrechen haben, dann sind wir nicht wirklich frei. Dann sind wir eigentlich immer nur auf uns selbst zurückgeworfen und können gar nicht wirklich agieren in dieser Welt, sondern wir haben ja eigentlich nur mit unseren eigenen Baustellen zu tun. Oh ja, das erlebe ich gerade so ein bisschen. Ja, ja, das sieht man mir, glaube ich, auch an, dass da so ein paar Prozesse am Laufen sind. Ja. Und das kannte ich bisher so noch nicht. Mhm. Ja, aber der Körper möchte halt auch mal. Dieser Terranautenanzug. Also die Wertschätzung sich selbst gegenüber findet vor allen Dingen auch über die Körperlichkeit statt. Also es geht nicht um Körperkult, es geht aber um ein gepflegtes, man könnte sagen, einen Tempeldienst, wenn wir es mal so sagen. Ja? Das Wesen, was diesen Körper bewohnt, sollte sich auch um diesen Tempel kümmern. Ja. Die Qualität des Tempels bestimmt ja auch die Qualität der Erfahrungen, der Sinneswahrnehmungen, die wir jetzt über fünf Sinne in der 3D-Welt machen können. Und damit letztendlich auch die Selbstreflexion, die Selbsterkenntnis, die wir dadurch gewinnen können. Ja. Ja, ob wir uns als Wesen empfinden, das Macht hat, das schöpfen kann, also dass wir das auch sehen, das Resultat unserer schöpferischen Fähigkeiten, oder ob wir uns eben immer nur als Opfer der Umstände betrachten. Ja. Ja, ganz entscheidend. Und wenn ich Kontrolle über meinen Körper habe, also über diesen Vielzellerstaat, wenn man so möchte. Natürlich. Ja, und da mich drum kümmere und Verantwortung für jede meiner Zellen und meiner Moleküle übernehme, sagen wir es mal so ganz überspitzt, da hat man schon einiges zu tun. Oh ja. Aber da fängt ja Verantwortung übernehmen im Grunde an. Ja. Ja, wenn man sich selbst als ein zusammengesetztes Lebewesen betrachtet, also zumindest den Körper,
dann tragen wir als Wesenheit, der dieses Gebilde organisiert, Verantwortung. Und da können wir schon mal üben. Ja? Deswegen, ein gesunder Geist erschafft auch einen gesunden Körper. Ja. Aber natürlich kann der Körper, hat auch gewisse Eigenregeln. Und das ist ja so ein Wechselspiel in beide Richtungen. So. Und trotzdem sollten wir uns immer gut um uns selbst kümmern. Das hat viel mit Selbstliebe zu tun. Annahme, ja, so wie wir sind, ist es genau richtig. Auch wenn wir es nicht akzeptieren wollen, weil wir uns vielleicht mit jemandem vergleichen oder mit irgendwelchen vermeintlichen Gesellschaftsidealen. Ja, da fängt ja im Grunde das Spielchen an, um das es geht. Und das sind so Dinge, da können wir erstmal zu Hause anfangen, um erstmal unsere eigene Macht in unserem eigenen Haus, wenn man so möchte, wieder zu gewinnen. Und ich unterscheide ganz klar zwischen dieser tyrannischen Macht, die also missbraucht wird, wo es also wirklich nur um das Ego geht, und diese liebevolle, verantwortungstragende Macht, die also schützend ist, verbindend ist, nährend ist. Ja, das ist was ganz anderes. Und obwohl wir das gleiche Wort hier an dieser Stelle benutzen, Macht. Sie ist aber heute sehr negativ belegt. Macht, ja, natürlich, weil bei mir war zum Beispiel einer der Glaubenssätze, Macht ist immer Machtmissbrauch. Richtig. Ich denke mal, also mein Vater, der hat seine Macht missbraucht. Aus meinen Augen, für ihn war das ganz normale Erziehung, ein Kind zu schlagen. Und trotzdem glaube ich, dass das noch tiefer geht. Ja. Also dass dieses Machtmissbrauch, dass wir, sagen wir mal, ich gehe einfach davon aus, dass wir nicht nur dieses eine Leben leben, sondern auch andere Leben, dass wir dieses Missbräuchliche der Macht sehr wohl aus eigener Erfahrung kennen und dann zu solchen Schlüssen kommen. Was wiederum dazu führt, dass wir sozusagen lieber in die Ohnmacht gehen, ins Opfer, als die volle Verantwortung zu übernehmen, weil das könnte ja wieder zum Missbrauch führen. Also eine Das sind diese Muster, um die es auch geht. Das ist diese bestimmte Psychostruktur, die durch bestimmte Muster entstanden ist. Oder diese Muster sind Teil dieser Psychostruktur. Und um die geht es. Ja. Um die geht es. Und wir können ja mal die Reise beginnen, indem wir mal uns erstmal so das, ich nenne es mal das Machtspiel auf der äußerlichen, sichtbaren Bühne anschauen. Und also dann was eigentlich jetzt zum eigentlichen Kern. Ziemlich deutlich wird, also jetzt im Finanzsystem oder so. Genau. Da ist schon. Kann man diese beiden Firmen sagen, also es mächtigere Sachen gibt es nicht, finanztechnisch gesehen. Genau, also man kann ja die Frage stellen, wer regiert das Geld, beziehungsweise wer regiert die Welt, Folge der Spur des Geldes. Und dann wirst du halt immer wieder, wenn man einfach recherchiert, zu Vanguard und BlackRock kommen, vielleicht noch State Street, das ist sozusagen der dritte große Vermögensverwalter. Ja. Und die kontrollieren halt eine Summe, das können wir uns kaum vorstellen. Es geht in die Billionen. Billionen. Und die sind an allen wichtigen Branchen beteiligt, sei es in den Medien, sei es Pharmaindustrie, Rüstung und so weiter und so fort. Ja. So. Und das erklärt letztendlich aber auch, warum eben in den letzten 2 Jahren Dinge passiert sind, die scheinbar irgendwie orchestriert abgelaufen sind, weltweit. Und das ist anders gar nicht möglich, weil es einfach schon Kontrollstrukturen gab oder gibt. Ja. Die eigentlich jetzt dadurch erst sichtbar wurden. Mhm. Ja? Also man könnte sagen, diese Strukturen wurden halt installiert, viele Jahre davor schon, Jahrzehnte sogar. Und an diesem Punkt, als dieses Ereignis dann ausgerufen wurde, konnte man wirklich sehen, wo sie sind. Sie wurden dann auf einmal für uns auch sichtbar, wenn man sich ein bisschen anfängt, damit zu beschäftigen. Aber ich will mal so sagen, Vanguard und BlackRock sind nicht die Spitze der Machtpyramide auf der Erde. Ja? Das muss man auch ganz klar sagen. Denn es ist ja nur ein Aspekt der ganzen Geschichte. Und wenn wir uns jetzt als ohnmächtig... Das ist das Operationale eigentlich, ne? Könnte man so sagen. Oder man sagt auch gerne dazu, das ist die strukturelle Steuerungsebene. Mhm. Also über das Geldsystem können wir natürlich die Gesellschaftsprozesse sehr gut steuern. Das sehen wir auch. Ja. Also nach dem Motto, wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe, das ist klar. Aber es ist nur ein kleiner Teilaspekt, finde ich. Klein ist es vielleicht nicht, aber es ist nicht der wichtige Teilaspekt. Und den gucken wir uns dann gleich an. Aber erstmal möchte ich noch mal ein bisschen über diese Strukturen sprechen, die wir ja tatsächlich auf diesem Planeten vorfinden. Also wenn man ein bisschen in das Thema eintaucht, ja, so ein bisschen sich mit Verschwörungen beschäftigt, dann wird man feststellen, es gibt halt über der offiziellen Ebene der Macht, also das, was wir unter Politik, Königshäuser und so weiter verstehen, gibt es noch weitere Ebenen.
Das ist eigentlich die unterste Ebene. Ne? Ja, also wir haben quasi die Menschen, die sozusagen 99% der Bevölkerung oder ja. der Menschheit, die sich in verschiedenen Stämmen, Völkern, was auch immer gruppieren. Und über denen ist halt dann eine Art ja, Bühnendarstellerei ja. aus Politik, aus Wissenschaft, also was man einfach so kennt, das ganze Spaßprogramm. Also die im Fernsehen auftreten. Die im Fernsehen auftreten und so weiter. Ja. Aber das ist auch das, was wir als offizielle Schulbuchgeschichte bezeichnen. So. Also die Zahlen, Daten, Fakten über irgendwelche Königshäuser, irgendwelche Politiker, irgendwelche Kriege und so weiter. Das ist so ja. das Standardprogramm, mit dem die meisten Menschen vertraut sind. Wenn man dann aber anfängt, aufgrund der Ereignisse vielleicht der letzten 2 Jahre, ein bisschen zu recherchieren, stellt man fest, es gibt hinter diesen ganzen, oder darüber, je nachdem, wie man das sehen möchte, gibt es noch andere Strukturen. Ich nenne es hier Logenkontrollnetzwerke. Das heißt, das sind also bestimmte Gruppierungen, die auf eine andere Art und Weise zusammenarbeiten. Und zwar über die Ländergrenzen, über die Grenzen von Nationalitäten hinweg. Und Systemgrenzen auch. Ja. Also uns, ne, wenn wir Kommunismus, Kapitalismus, richtig. Da denken wir, das sind ja völlig getrennte Welten. Ja. Und wenn man dann hinguckt, wer da mit wem. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Und, aber auch das ist natürlich noch nicht die höchste Ebene, weil dann gibt es darüber natürlich noch entsprechende Familienclans. Ja. Und das ist meistens so die Ebene, wo die meisten, wenn sie sich anfangen mit Hintergründen zu beschäftigen, also die würden sich dann fragen, okay, wem gehört denn jetzt Vanguard und BlackRock? Wer sind denn die Anteilseigner? Und dann guckt man und findet vielleicht ein paar bestimmte Familienclans, die da immer wieder zu finden sind. Und sagt, ah, das sind diejenigen, die jetzt die Welt und so weiter. Ja. So, und die meisten bleiben an der Stelle stecken, also sozusagen auf der dritten Ebene. Und für uns sollte es eigentlich viel interessanter sein, was gibt es da drüber? Mhm. Denn auch die Leute, die jetzt in diesen vermeintlich mächtigen Clans unterwegs sind, sind ja nicht frei. Im Gegenteil, die sind vielleicht sogar unfreier als wir, zumindest was ihr Denken anbelangt, weil die sind ja auch durch eine Schule der Traumatisierung gegangen in der Kindheit, der rituellen Traumatisierung. Das heißt, deren Psychostruktur... Das würdest du auch so unterschreiben. Ja. Weil ich habe das, ich sag's einfach nochmal, ne, damals bei dem Film Eyes Wide Shut ja. von Stanley Kubrick, das war sein letzter Film, ist mir das auf einmal bewusst geworden, dass diese ganzen, sag mal, Horrorbefehle, also wie ja. 9/11 und so weiter, nur von Wesenheiten gemacht werden oder entschieden werden können, die in ihrer Kindheit schwerst ja. traumatisiert und also sich von ihrem Empfinden, von ihrem Mitgefühl komplett ja. abgeschnitten ja. haben. Ja. Und das bringt der Film sehr, sehr ja. deutlich ja. in dieser nächtlichen Traumatisierung. Im Grunde eine emotionale Abstumpfung, ja. könnte man sagen, und auch ja. eine emotionale Unreife. Ja. Die durch diese Traumamuster entstanden ist. Man spricht ja auch von einer Art von Gefühlspanzerung, die aufgrund dieser schweren Eingriffe entsteht, damit das Wesen sich irgendwie davor schützen kann. Ja, man ja. spaltet halt diese Realität, diese Sinnesreize aus diesem Ereignis irgendwo ab. Und damit kann man natürlich aber auch bestimmte Persönlichkeitsstrukturen erschaffen, also künstliche Persönlichkeitsegos erschaffen, die man dann entsprechend programmiert und so weiter. Das ist ein Thema für sich. Aber man muss verstehen, dass einfach so eine Struktur, eine Kontrollstruktur, was wir hier sehen, sind ja im Grunde hierarchisch strukturierte oder organisierte Netzwerke, ja. dass das nur über Jahrhunderte funktionieren kann, wenn so ein strenges Regime der Erziehung oder des Missbrauchs dort stattfindet. Ja, weil wenn also die, Königshäuser und so ja, weiter. Genau. Ganz genau. Bestimmte Familien. Ja. Aber interessant ist eben auch diese Clans oder diese Familienstrukturen, auch die folgen ja einer bestimmten Ideologie. Und es ist eigentlich viel interessanter, mal zu schauen, wer oder was erschafft denn Ideologien? Ja. Also wer erschafft bestimmte, nennen wir es mal kollektive Gedankenbilder, an denen sich auch die Eliten orientieren, an denen sich auch diese Kreise, sage ich mal, diese sich zum Leitbild nehmen und nach deren Leitbild agieren. Und uns das quasi aufzwingen, eine bestimmte Agenda. Nehmen wir mal zum ja. Beispiel jetzt das Thema Frühsexualisierung. Wenn man versteht, dass in bestimmten Kreisen dieses Thema gang und gäbe ist, diese Perversion und was da auch gemacht wird. Und jetzt wird diese Denkweise und diese Handlungsweise wird uns aufoktroyiert durch bestimmte Filme, Zeitschriften ja. und auch bestimmte Entscheidungen, die getroffen werden. Dann wird uns sozusagen das übergeholfen. Wir werden sozusagen auf deren Niveau herabgebracht. Ja? Also dieses, nennen wir es mal, dieses unmenschliche Niveau oder dieses dämonische Niveau. Da wird versucht, die Gesellschaft runterzubringen in diesem Bereich. Damit man natürlich mehr Kontrolle ausüben kann. Denn wenn ja. man die Menschen auf das Niveau bringt, wo man selber sich befindet, dann hat man stärkere Einflussmöglichkeiten. Ja? Also es ist ja sozusagen, man schwingt dann ähnlich und dann ist Resonanz da. So. Und wenn die Angstschwingung oder diese Perversion, sagen wir mal so, vorherrschend ist, dann ist es natürlich dadurch auch das Bewusstseinsraum für entsprechende Einflüsse geöffnet. Als wenn man eine hohe Ethik verfolgt und hohe Sitten und Moralkodex
verfolgt. Wobei, ne, da, also nicht zu verwechseln, die Schwingung, ja, aber das Bewusstsein hat damit nicht viel zu tun, denn diese sogenannten Eliten haben ja ein anderes Bewusstsein. Sie wissen um die okkulte richtig, Macht. Richtig, richtig. Ja, wovon eben 98% der Weltbevölkerung nichts weiß. Was ich nur sagen möchte, ist ja im Grunde, auch die sind ein Werkzeug. Ja. Ja? Auch die dienen einer bestimmten viel, viel, viel größeren Agenda, ja, wenn man so möchte. Mhm. Ob sie sich dessen bewusst sind, weiß ich nicht. Ja? Aber sie sind nicht wirklich frei. Sie erfüllen eigentlich auch nur einen, man könnte sagen, eine Art, Verträge geschlossen, ein Auftrag, sagen, ne? Einen Auftrag in einem größeren Spiel, in einem größeren Schöpfungsspiel, das wir uns gleich nochmal genauer anschauen. Und es geht halt nur darum zu verstehen, dass es über den herkömmlichen Strukturen ganz andere Kreise gibt, die letztendlich aber auch die Macht haben, bestimmte Agenden durchzudrücken. Und über diesen okkulten Ausbilder, nenne ich sie mal hier, gibt es ja auch noch andere Kreise. Ja? Das ist jetzt ein Thema, darüber reden wir jetzt nicht so viel. Also ich nenne es hier Exopolitik. Da spielen Außerirdische eine Rolle, Innerirdische eine Rolle, aber auch interdimensionale, feinstoffliche Wesenheiten, ja? Die auch eine große Rolle spielen, mit denen also quasi offen oder auch verdeckt interagiert wird. Ja. So. Und das muss man erstmal verstehen. Das für die meisten übersteigt das natürlich den normalen Horizont, weil das normale Weltbild keine Erklärung für so etwas liefert. Das ist Fantasie, das ist was auch immer. Aber diese Machtpyramide funktioniert nur deswegen, weil es doch eine zweite Art von Pyramide gibt. Und das ist die sogenannte Wissenspyramide. Das heißt, wer eine Gesellschaft, wie wir sie heute haben, weltweit kontrollieren möchte, muss das Wissen kontrollieren, beziehungsweise der Mensch wird über Informationen gesteuert. Oder man könnte auch sagen, die Gesellschaftsprozesse, wie wir sie haben, werden über Informationen gelenkt. Also das heißt, wer also den Informationsfluss lenkt, das bedeutet einmal die Massenmedien, das bedeutet Absolut. Die Universitäten, das bedeutet die Schulen, das bedeutet das, was die Menschen überhaupt für ihre jeweilige Berufsqualifikation an Wissen bekommen. Wer das kontrolliert, hat einen ganz starken Einfluss auf das Verhalten der Menschen. Die Eule, ne? Ja. Die Eule steht dafür. Also aus meiner Verborgenes Sicht. Verborgenes Wissen, ja. Die Eule steht für das Wissen und deswegen ist es so, an Freimaurerhäusern ist die Eule halt fast immer da. Und in Bohemian Grove wird ja eine Rieseneule verehrt, ne? Ich glaube 10 Meter hoch oder so, wie auch immer. Die Eule steht für das Wissen. Ja. Und man könnte sagen, dieses Wissen ist entsprechend dem Einweihungsgrad. Also wenn man jetzt die Machtpyramide sieht, wir haben also die Menschen, die breite Bevölkerung, dann haben wir diese selbsternannten Eliten und eben noch eine Stufe darüber, die Ausbilder der Eliten. Und entsprechend gibt es ein exoterisches Wissen oder man spricht auch von Need to Know. Also wir haben quasi nur ein fragmentarisches Teilwissen. Mhm. Also genau das, was wir brauchen, um im Räderwerk der Gesellschaft zu funktionieren. Also Spezialisten sind ja, was ihr Wissen anbelangt, hoch eben spezialisiert. Aber denen fehlt irgendwann diese ganze Querverbindung und Zusammenhänge. Ja, das fehlt ihnen einfach, so werden sie nicht ausgebildet. Dann gibt es ein esoterisches Wissen, also so ein eingeweihtes magisches Wissen. Das ist schon ein bisschen tiefgehender, da geht es eben auch um feinstoffliche Zusammenhänge. Und dann gibt es aber noch ein okkultes Wissen. Ja? Und dieses okkulte Wissen ist eigentlich das, was letztendlich diejenigen haben, die auch wirklich Einfluss nehmen können. Das Verrückte ist aber, jeder Mensch kann sich dieses okkulte Wissen aneignen, weil man kann uns zwar davon ablenken, das ist ja auch das, was über viele Jahrhunderte gemacht wurde, indem man dieses Wissen erstmal offiziell entzogen hat der Gesellschaft, den Universitäten und so weiter. Aber dieses Wissen kann man sich aneignen, weil der Mensch trägt ja dieses Wissen in sich. Er ist quasi ein offenes Buch, wenn er weiß, sich selbst zu lesen. Und da sind wir wieder beim Thema Selbsterkenntnis und Selbstermächtigung. Ein Mensch, der sich dieses Wissen wieder aneignet, durch Erfahrungen, durch bestimmtes Quellenstudium, ist nicht mehr Opfer, ist nicht mehr ohne Macht, sondern er bekommt Macht und mit Macht natürlich auch Verantwortung. Das geht einher. Das heißt, diese Charakterentwicklung durch dieses Wissen und durch die Erfahrungen, die ich mit diesem Wissen mache, die gehen einher und sollten auch gleichmäßig sich entwickeln. Weil was bringt es mir, wenn ich ein unreifer Charakter bin, okkultes Wissen habe, dann ist die Tür und die Tore offen für Machtmissbrauch. Wollte ich gerade sagen. Ja. Aber natürlich auch für mich als derjenige, der das dann macht, Stichwort karmische Konsequenzen. So. Das heißt also, es ist sehr wichtig zu verstehen, aus welcher Motivation ich heraus Dinge tue. Wenn ich ein bestimmtes Wissen habe, habe ich Verantwortung. Oh ja. Sonst hätte ich dieses Wissen ja nicht bekommen durch die Umstände des Lebens. Ja. Und das sind so Dinge, über die muss man auch mal sich Gedanken machen. Das heißt, wir haben quasi, wenn wir jetzt dieses Standardprogramm, ich sag mal Schule, Ausbildung, Universität durchlaufen haben, nur fragmentarisches Wissen. Aber gleichzeitig gibt es Elite-Schulen oder auch okkulte Schulen, die wir gar nicht kennen, wo ein Wissen vermittelt wird, wahrscheinlich mündlich, das ein völlig anderes Spektrum umfasst.
wo auch feinstoffliche Aspekte, feinstoffliche Wesenheiten mit eine Rolle spielen und so weiter und so fort. Ja? Dieses Wissen ist an sich ja für jeden zugänglich, wenn er sich selbst dafür qualifiziert. Das ist der Punkt. Jeder weiht sich in diese Dinge selber ein. Ob ich das glaube oder ob ich es nicht glaube. Der Glaube macht es für mich zur Realität oder eben der Unglaube zur Nicht-Realität. Das ist, liegt an mir selber. Es gibt nicht da irgendwo eine Schatztruhe, wo irgend so ein dickes Buch mit 7 Siegeln drin ist. Das Geheimnis ist ja, der Mensch ist das Buch mit den 7 Siegeln oder mit den 12 Siegeln, wie du es nennen möchtest. Weil der Mensch ist das Mysterium, um das es im Kern geht. Und der Gral ist... Und der heilige Gral, das ist der Mensch selbst. Ja. So. Ja. Und, nicht irgendwo so ein Gefäß. Ja. Solange, wir werden ja immer im Außen versucht zu halten mit unserer Aufmerksamkeit, von uns selber abgelenkt. Ja. Und dabei liegt das Geheimnis, das offene Geheimnis ist, guck in den Spiegel, dann guckst du dem Schöpfer direkt in die Augen. Genau. Ja. Und darum geht es. Und trotzdem gibt es diese Strukturen, trotzdem wird damit gearbeitet. Das sollte man also zumindest kennen, damit man, ich sag mal, das Machtspiel versteht. Und ich will abschließend zu diesem ersten Teil, würde ich gerne noch mal was ganz Grundlegendes zum Thema Macht sagen. Ja. Damit auch noch mal klar wird, dass wir gar nicht ohnmächtig sind. Und dass diejenigen, die vermeintlich mächtig sind, auch nicht so mächtig sind, wie wir es ihnen immer zugeschrieben haben. Ja, ja. Also so ein paar ganz einfache Grundaussagen zum Thema Macht bzw. zum Erhalt von Macht. Also Macht hat man nur, wenn man sich das Vertrauen der Menschen erwirbt, die dann zu einer Leistung bereit sind. Mhm. Also Vertrauen ist ein ganz wichtiger Aspekt von Macht. Das heutige Banken- und Geldsystem basiert hauptsächlich auf Vertrauen. Fiat. Fiat Money. Okay. Ja. Mhm. Das heißt, also solange die Menschen das Geldsystem als vertrauenswürdig betrachten und die ganzen Institutionen, die dahinter stehen, funktioniert es. Es kann noch inflationärer werden. Solange die Leute dem immer noch trauen, funktioniert es. Ja, das Vertrauen der Menschen ist der Garant dafür, dass dieses System weiter am Laufen gehalten werden kann. Das heißt also, wenn ein Mensch oder irgendein Wesen in der Lage ist, das Vertrauen von Millionen von Menschen zu erwerben, dann kann er Millionen Menschen steuern. Ganz wichtiger Satz. Wer Menschen steuern will, muss sie unter Druck setzen. Zum Beispiel durch das heutige zinsbasierte Schuldgeldsystem. Das sehen wir, künstliche Verknappung, Verarmung und so weiter. Das bringt die Menschen in bestimmte Handlungsmuster, die sind vorhersagbar im Grunde. Oder er muss die Menschen unter Drogen setzen, wenn er sie kontrollieren will. Zum Beispiel in Form von chemischer oder elektronischer Form. Also durch Handys, Fernsehprogramme, Massenmedien, alles, was uns ablenkt, was uns komische Ideale und Werte vermittelt. Aber eben auch Alltagsdrogen, Alkohol, Nikotin, was weiß ich, Kaffee und so weiter. Ja. Damit macht man Menschen auch gefügig. So. Aber jetzt kommt's. Dieses Herrschaftsprinzip funktioniert nur, wenn ein gewisses Maß an Barmherzigkeit ausgeübt wird. Warum? Weil sonst würde es zum Umsturz kommen. Also purer Druck, nur Druck, die ganze Zeit Druck, Tyrannei, Gewalt, Androhung, wird nicht funktionieren. Also Brot und Spiele. Wir brauchen auch immer wieder ein bisschen Spiel, ein bisschen Freude, ein bisschen, weil wir Menschen haben dieses in uns. Ja? Und wenn uns das genommen wird, wenn wir nur Druck erleben, dann würden wir irgendwann rebellieren. So. Ja. Also muss man verstehen, Barmherzigkeit spielt hier offensichtlich, ist vielleicht jetzt ein Begriff, der einige aufstoßen wird in dem Zusammenhang, aber es spielt eine wichtige Rolle, wenn Menschen einem freiwillig folgen sollen. Ja. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, die Beherrschung der Menschheit erfolgt über Freiwilligkeit. Tjo. Wir machen ein Impfangebot. Genau, zum Beispiel. Ganz genau, ganz genau. Das heißt also, wir müssen uns mal über dieses Thema freier Wille bewusst werden, wie wir dazu beitragen, dieses System, was wir möglicherweise jetzt nicht mehr mögen und ablehnen, trotzdem erhalten und jeden Tag aufs Neue unterstützen. Das ist der Punkt. Ne, das war halt praktisch die Bausteine, die man uns da hinlegt. Ne, die, sag mal, die Lego-Steine, ja, die man uns da hinlegt, dass wir daraus die Realität ganz genau erschaffen. Ganz genau. Weil ich glaube, dass die das nicht können. Die haben keine Schöpferkraft. Richtig. Sie haben nur die Kraft, uns zu täuschen, bis zum Kind nicht Richtig. Mehr. Jetzt kommt also die Frage, wer braucht wen? Ja. Wer ist von wem abhängig? Ja. Ja? Und da kommen wir jetzt mal zu einem aus meiner Sicht viel wichtigeren, größeren Zusammenhang. Denn jetzt möchte ich mal über das Schöpfungsspiel sprechen. Ja. Beziehungsweise über die Spielregeln innerhalb dieses Schöpfungsspiels. Damit noch mal klar wird, wie jeder sehr wohl Macht hat und Einfluss nehmen kann. Mhm. Ja? Und ich sag mal so, ich will es mal ganz einfach runterbrechen auf das Wesentliche. Also wenn wir uns das
ich nenne es das wirklich ein Schöpfungsspiel. Spiel. Und wir wissen alle, ja, wir können auch das Beispiel Fußball oder irgendein anderes Spiel nehmen. Es gibt ein Spielfeld, es gibt Spielregeln, es gibt Spielfiguren und es gibt auch eine bestimmte Art von Zielsetzung mit dem Spiel, die man, ja, erreichen möchte. Ja? Und wenn man das jetzt mal mit unserem Schöpfungsspiel jetzt anschaut, dann ist das Spielfeld natürlich das, was wir als materielle Universumsblase nennen, wie auch immer. Ja? Und die funktioniert nach ganz bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Die sind festgelegt. So. Also man spricht ja auch in den eingeweihten Wissenschaften von einer Art Vierpoligkeit der, mhm, materiellen Existenz. Oder man könnte auch von den vier Elementen sprechen. Also Luft, Feuer, ja, Wasser, Erde. Und dann gibt es noch die Quintessenz, das fünfte Element, den Äther, das, was quasi alles verbindet. Genau. Ja? Das sind ja auch nur Analogiebilder, die wir nutzen. Aber so wird in den magischen Wissenschaften wird mit diesem Verständnis gearbeitet. Ja. Ja? Und letztendlich ist alles, was wir als Materie betrachten, immer eine Zusammensetzung von diesen Elementequalitäten. So. Dann haben wir die Spielregeln. Die Spielregeln sind im Grunde auch sehr einfach. Es gibt kosmische Gesetzmäßigkeiten. Über allem steht die Liebe. Man könnte sagen, die Liebe ist die Sprache des Universums, die sich dann in unterschiedlichen Gesetzmäßigkeiten, Gesetz der Resonanz, Gesetz der Entwicklung, Gesetz des Ausgleichs, Gesetz der Harmonie und so weiter, dann widerspiegelt. Aber über allem steht die Liebe, weil aus der Liebe heraus ist Schöpfung entstanden. Und Schöpfung ist ja nichts anderes als Formen erschaffen. Also indem ich etwas verbinde aus, richtig, einzelnen Ganzheiten, etwas, also die verbinde und dadurch was völlig Neues erschaffe. Ich muss da mal an Natrium und Chlor denken. Ne? Ja. Zwei giftige Geschichten zusammen, Natriumchlorid. Kristallsalz, ja. Ja. Brauchen wir, ja. Also als Beispiel. Ganz das genau. Das Verbindende. Ja. Ja. Und diese Gesetzmäßigkeit, nach denen das Spielchen hier läuft, wird dann jetzt noch durch das, was wir in uns haben, nämlich eine Schöpferkraft. Und das kann man sehr schön in dem nächsten Bild einmal sehen. Dann will man euch das mal zeigen. Also für diejenigen, die Interviews, wo ich über Lothar Göring gesprochen habe, über das Wissen, was er bekommen hat, die werden sich an dieses Bild vielleicht erinnern. Ja. Und da wurde ja auch über das für uns gerade noch Denkbare gesprochen, nämlich also diese Wölkchen oder diese Bläschen sind ja quasi ein eigenes Universum, also ein materieller Raum, wenn man so möchte. Und dann gibt es noch aber einen Hintergrundraum, wenn man möchte, so möchte, also einen Geistraum oder einen Bewusstseinsraum. Und aus diesem heraus entsteht letztendlich alles. Das ist sozusagen das Feld der unendlichen Möglichkeiten. Und aus dem heraus entstehen Impulse, die in das Materielle eindringen und dort bestimmte Formen erschaffen, bestimmte Bewegungsmuster erschaffen. Und das ist im Grunde Schöpfung. Also eine Interaktion zwischen diesem Geist- oder Bewusstseinsraum und der materiellen Form, die ohne diesen Geisten- oder Gedankenimpuls leblos, also oder unbeweglich wäre. Ja. Und in dem Moment, wo also in dieser Universumsblase dann dieser Gedankenimpuls einstrahlt, entsteht ein bestimmtes Muster, bestimmte Formen, Verdichtungen. Also dann sind wir wieder beim Thema Vierpoligkeit der Materie. Und dann entsteht etwas. Erstmal vielleicht unsichtbar, weil es nur feinstofflich ist, aber immer mehr aufgrund der Verdichtung wird es sichtbar, materialisiert sich dann im Grunde. Also Involution. Könnte man so sagen. Ja. Könnte man so sagen. Und das heißt, diese Fähigkeit, die Materie, die vorher nicht beweglich war, in Bewegung, in bestimmte gesetzmäßige Bewegungsabläufe zu versetzen, das ist diese Schöpferkraft, die in uns ist, das ist diese Gedankenkraft. Weil ein Gedanke ist auch eine materielle Form. Ja? So, ja. Und das sind sozusagen die Regeln. Und dann haben wir die Spielfiguren. Und die Spielfiguren, das sind wir selbst, aber eingehüllt in materielle Hüllen oder stoffliche Hüllen. Und man könnte also von verschiedenen Körpern sprechen, sei es ein ätherischer Körper, ein Astralkörper, Emotionalkörper, ein Mentalkörper. Und man könnte sagen, diese Ego-Struktur, die wir ja auch in uns tragen, ist Teil des Materiellen. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die ist jetzt nicht gut oder schlecht, sondern sie ist einfach so, wie sie ist. Sie ist das, was wir uns angelegt haben. Das ist sozusagen die Kleidung, die Hülle, die das Wesen sich angelegt hat, um auf dieser Ebene überhaupt wirken zu können. Ja. So. Und diese Ego-Struktur macht manchmal auch ihre eigenen Sachen. Und das ist so das, was wir, mit dem wir es momentan auch sehr viel zu tun haben, wo es dann eben die große Herausforderung ist, dem Spielziel oder dem Sinn des Spiels zu folgen, nämlich uns selbst als das zu erkennen, was wir wirklich sind. Nämlich nicht diese Hülle, diese verschiedenen Körperentitäten oder dieses Ego, sondern das Selbst. Ja, das heißt, das Spiel heißt, wir sollen in der materiellen Verdichtung, der höchstmöglichen Verdichtungsform, dennoch uns selbst erkennen als das, was wir immer waren und immer sein werden, ein schöpferisches Wesen, ein göttlicher Funke, der hier in der materiellen Ebene schöpft. Und
jene Kräfte, die wieder okkult und elitär, exoterisch und so weiter benennen, sind ebenfalls sozusagen Akteure in diesem Spiel mit dem Ziel, uns selbst zu erkennen als das, was wir sind. Ja. Sie helfen in gewisser Weise mit. Ja. Und weil das Ganze ja auch Freiwilligkeit basiert. Das heißt, es geht um Selbsterkenntnis durch Eigenerfahrungen. Die kriegen wir nur, wenn bestimmte Rahmenbedingungen geschaffen sind, wo wir auch Leid erfahren dürfen müssen, um dadurch bedingt wieder mehr in die Liebe zu kommen. Hört sich komisch an, ist aber so. In die Demut zu kommen. Ja. Nur durch Leiterfahrungen wird das Ego wieder zurechtgestutzt. Weil ein Ego, das nie Leid erfährt, bläht sich immer mehr auf. Wenn es dann mal eine Leiterfahrung hat, dann wird es demütig. Ja. Und Demut ist ganz wichtig, damit das Ego nicht zu groß wird und dann sein eigenes Ding macht. Und das ist ja auch das, was wir teilweise in der Gesellschaft sehen können. Wenn Menschen zu viel Macht bekommen und keine Leiterfahrung haben oder hatten eine Leiterfahrung und aus der Leiterfahrung heraus kompensieren sie ihre eigene Ohnmacht der Kindheit jetzt mit Allmacht. Allmacht, das nicht da haben gut. Wir, da haben wir ein paar Beispiele. Haben wir genügend Beispiele. Ja, ja. Ja, und wir sollen aber auch lernen, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Zwischen Realität oder zumindest sagen Wirklichkeit und Illusion, Scheinwelt. Ja? Also das, was wir, diese illusorische Scheinwelt, dieses Materielle, ist eine Scheinwelt, in der wir eben schöpfen können. Es ist wie ein Kind, das sich in den Sandkasten setzt und dort Form erschafft. Mhm. Aber es kann sich ausprobieren und testen und machen, aber es ist nicht die Wirklichkeit oder die eigentliche Realität. Die ist ja sozusagen außerhalb im Geistigen anzusiedeln. Ja. Ja? Und das lernen wir. Und wir lernen aber auch, während wir diese Unterscheidung entwickeln, lernen wir auch Liebesfähigkeit zu entwickeln. Also Liebe zu allem, was ist, zu entwickeln. Dankbarkeit für dieses perfekte, geniale Schöpfungsspiel. Absolut. Ja? Und wir übernehmen auch Verantwortung. Denn wenn ich erstmal verstehe, dass ich nicht getrennt bin von allen anderen Schöpfungs- oder Bewusstseinssamen, die ja überall irgendwo sind in Form der Seelen, dann gehe ich ja mit der Welt und mir ganz anders um. Dann komme ich ja automatisch, wenn ich dieses Bewusstsein in mir kultiviere, in eine dienende Haltung. Dann ist es mir nicht mehr so wichtig, nur für mich alleine irgendwas zu machen und zu tun, sondern ich sehe das Leid der anderen und ich sehe auch, woher das Leid der anderen kommt, wodurch es entsteht, wie es immer wieder sich repliziert, reproduziert durch generationsübergreifende Muster. Und dann kann ich da nicht einfach still sitzen und zusehen. Dann muss ich darüber sprechen. Dann muss ich irgendwas anbieten, was helfen kann, diese Leitstrukturen zu unterbinden oder zumindest zu durchbrechen. Ja? Und das ist Verantwortung, die wir übernehmen an der Stelle. Ne, solange ich glaube, dass ich von der Welt getrennt bin, dann kann ich diesem Getrennten Schmerz zufügen und glauben, das hat mit mir nichts zu tun. Richtig. Weil ich nicht fühle an der Stelle. Wenn ich aber weiß, dass ich tatsächlich mit allem verbunden bin und dass alles zu mir zurückkommt oder dass ich sozusagen, wenn ich mit jemandem schlecht umgehe, dass ich mit mir selber schlecht umgehe, im Prinzip. Ja. Dann komme ich zu anderen Schlüssen in meinem Leben. Ganz genau. Ja. Und jetzt geht es im Grunde darum, mal diese Innenschau zu machen, in uns selber zu schauen. Denn wir, was ich schon sagte, sind ja zusammengesetzte Wesen einerseits. Mhm. Wir haben also einen göttlichen Wesenskern und wir haben ein materielles Ego-Kostüm, sagen wir mal so. Und zwischen diesen beiden sind wir sozusagen innerlich immer hin und her gerissen. Und es gibt auf beiden Seiten auch entsprechende Kräfte und Wesenheiten, die natürlich dort andocken können. Und der Mensch, der befindet sich quasi im Mittelpunkt. Ja? In der slawischen Mythologie spricht man hier von drei Welten. Es gibt das analog auch in der germanischen Mythologie mit Asgard, Midgard und Helheim, also diese Dreiteilung. Hier reden sie von der Pravi-Welt, der Welt der Götter, der Javi-Welt, der Welt der Menschen und der Navi-Welt, der Welt der Dämonen. Das heißt, der Mensch befindet sich also im Brennpunkt von dämonischen und göttlichen Kräften. Und je nachdem, welche dieser Kräfte überwiegt, haben wir mal eine sehr hochgeistige Hochkultur, zum Beispiel das Vedentum, oder wir haben eine sehr materialistisch ausgerichtete Kultur, wie wir sie heute haben. Ja. Also dieses, nennen wir es mal, diesen American Way of Life. Also sehr materialistisch, sehr machtorientiert. Ja? Also, und der Mensch muss erkennen, dass es immer verschiedene Zeitalter gibt oder Zyklen, wo sich mal mehr das eine zeigt und mal mehr das andere zeigt. Weil wir diesen Kräften natürlich auch zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich stark ausgesetzt sind. Ja. Und das gilt es zu verstehen. Und das ist dieser, man könnte sagen, der innere Kampf, das innere Ringen mit uns selbst. Ja? Das heißt, wir haben in uns göttliche Kräfte, wir haben in uns dämonische Kräfte. Und die Aufgabe, die wir haben, ist es, die göttlichen Kräfte zu kultivieren und die dämonischen Kräfte nicht abzulehnen, aber sie zu kontrollieren.
Das ist auch mal ganz wichtiger. Ne? Also in dem Moment, wo wir sie komplett ablehnen, werden sie ins Dunkle sozusagen vergraben, ja, und können von dort aus, ja, sehr mächtig wieder zurückschlagen. Genau, ja, ja. Das heißt, wenn wir sagen, die dunklen Kräfte sind durch das Materieprinzip verkörpert, dann macht es doch wenig Sinn, die Materie abzulehnen. Wir sind ja hier, um in der Materie uns als das wieder bewusst zu werden, was wir wirklich sind. Ja. Dazu gehört aber nicht, die Materie abzulehnen, sondern im Gegenteil, die Materie eigentlich zu transformieren. Mhm. Oder man könnte sagen, das wird auch in den Schriften von dem Lothar Göring beschrieben, die Materie zu vergeistigen. Also das, was sozusagen unbewusst ist, in diesem Dunklen, in diesem Materiellen, also in der höchsten Verdichtung, ins Licht zurückzuführen, wenn man so will. Das ist unser Auftrag als Menschen. Die Materie zu vergeistigen, wenn ich jetzt Mann und Frau, ja, oder das Weibliche und Männliche, richtig, dass es doch irgendwie vom weiblichen zum männlichen Prinzip geht. Aber wie? Aber kommen wir vielleicht hast du das ja auch noch, ja, drauf. Ne, das, in der, wie heißt das, Zauberflöte, die ja so eine Einweihungs-, ja, also eine Initiation bei den Freimaurern wird heute noch gespielt. Mann und Weib und Mann reichen an die Gottheit ran. Also die wissen sehr wohl, ne, 2 und 3 gehören zusammen, 5 oder die 23. Die Proportion 2 zu 3 haben wir hier auch drin. Ja, ja. Goldener Schnitt. Die beiden gehören zusammen, aber letztendlich, ja, Vergeistigung der Materie. Also dass der Mann oder das Männliche, das Weibliche mitnimmt. Wie auch immer. Man könnte auch sagen, so, dass der Mann ist das verkörperte Geistprinzip und, ja, die Frau ist das verkörperte Materieprinzip. Oder man könnte auch sagen, das verkörperte Liebesprinzip. Ja. Ja? Und die Schöpfung entsteht ja, indem sich beides verbindet. Also dieses, genau, Geistige, das Materielle, dann entsteht dieser Geiststoff. Ja? Man könnte sagen, das 1 und 1 ist hier nicht 2, sondern 3. 3. Zum Beispiel. Ja. Ja, und das ist darum gemeint. Und deswegen, das muss man verstehen, es geht ja auch in sich selber, diese Kräfte ins Gleichgewicht zu bringen oder sich zumindest erstmal dieser bewusst zu sein. Also auch das Weibliche im Mann, genauso das Männliche in der Frau. Ja. Ja? Das ist ein Thema für sich, da können wir vielleicht auch noch mal was, ja, zu machen. Da kann man sehr viel zu sagen, was, glaube ich, auch wichtig ist, weil da sehr viel Verwirrung herrscht und auch gemacht, ja, wurde. Ja. Aber wir schauen uns jetzt noch mal diese, genau, göttlichen und dämonischen Kräfte konkret an. Da haben wir es ja eigentlich im Prinzip. Ne? Richtig. Weil, ne, dass die dämonischen Kräfte eigentlich nichts können, außer Lügen, Täuschen, verführen und Illusionen erzeugen. Richtig. Ja? Richtig. In, ja, denen wir uns dann austoben können. Ne? Ja, wir haben also in uns, man könnte sagen, einen Krieg in uns oder ein Ringen in uns, ja, zwischen den Ego-Kräften, den satanischen Kräften und dem Gewissen, dem Selbst, dem Göttlichen in uns. Ja? Ja. Und wir haben ja also entsprechend unterschiedliche, oder woran können wir das sehen? Ja? Was sind die göttlichen Kräfte? Da ist ein Mensch, der nach Wahrheit strebt, nach Wahrhaftigkeit, ja, der Liebe verkörpert, barmherzig ist, Mitgefühl hat, Mitmenschlichkeit, sich aber auch selbst beherrschen kann. Ja, Geduld hat, mit sich selbst, mit anderen, nach Recht und Gerechtigkeit strebt, sich aufrichtet an der Schöpfungsordnung. Aufrichtig, ja. Solche Sachen. Wahrheit ausspricht, sich traut, Mut hat, ja, und sich nicht irgendwie unterdrücken lässt oder sowas. Seinem Gewissen folgt und sich auch in den Dienst stellt. Ja. Das ist im Grunde das, was in uns das Göttliche ist, was die Werte des Göttlichen hier ausmachen. Also man könnte sagen, ein tugend- und gewissenhaftes Leben. Umgekehrt, die dämonischen Kräfte, das sind dann sowas wie Egoismus, also alles überspitzt, wenn man so möchte. Eitelkeit, Stolz, Zorn, Grausamkeit, Ausbeutung anderer, Habgier mit Geiz. Also hier geht es wieder um das Thema Kontrolle und Macht, aber nicht im Sinne der Verantwortung, sondern, mhm, der Unterdrückung, wenn, ja, man so möchte. Aber auch die Anhaftungstendenz an das Materielle, dass man also sich anfängt, mit materiellen Dingen zu identifizieren, mit Titeln, mit Statussymbolen. Und wenn man die weggenommen bekommt, dann fängt man an zu weinen und ist traurig oder wütend auf denjenigen, der das gemacht hat. Also es geht um Neid, Begierde nach Fremden, Faulheit, Lügen, aber eben auch die Verherrlichung der Sinne. Dass man also quasi nur glaubt, dass alles, was wir mit unseren 5 physischen Sinnen erleben und wahrnehmen können, existent ist und alles andere ist Quatsch. Ja. Und diese Dinge hat jeder in sich. Und die Frage ist immer nur, wem gebe ich mehr Raum? Ja, und alle Grunde Religion oder irgendwelche philosophischen Systeme, die es da draußen gibt, versuchen den Menschen durch einfache Verhaltensregeln letztendlich immer wieder auf einen bestimmten Weg zu führen.
Weil der Mensch muss ja diese Unterscheidungsfähigkeit in sich selber selbst treffen, freier Wille. Das heißt, er muss lernen, was Leid bedeutet, wenn er Leid erzeugt in der Welt. Ja? Umgekehrt, wenn er sich dann läutert, wenn seine Seele geläutert wird und sich in einem anderen Dienste stellt, hat das andere Konsequenzen, karmische, was auch immer, für ihn. Und das lernt er dadurch. Mhm. Ja? Also wie ich raus in die Welt den Impuls setze, bekomme ich es auch irgendwo zurückgespiegelt. So. Ja. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Um auch mal ein bisschen wieder die Macht aus dem, was wir heute als Machtstruktur vielleicht identifiziert haben, rauszunehmen, sozusagen ein bisschen die heiße Luft da rauszunehmen, möchte ich noch mal ganz kurz etwas zur Natur des Ego sagen. Man könnte auch sagen, das ist die Achillesferse der satanischen Kräfte. Ja? Das ist ganz wichtig, damit viele Menschen, die vielleicht denken, oh Gott, man kann nichts machen und es ist alles so mächtig und so weiter. Jetzt möchte ich mal auf was eingehen, das zeigt, nein, die haben einen, man könnte sagen, einen eingebauten Schwachpunkt. Mhm. Den können wir nutzen. Mhm. Also, man muss Folgendes wissen. Das Ego ist die Spielwiese und der Angriffspunkt für die satanischen Kräfte. Ich denke, das ist klar geworden. Ja? Ja. Egos dienen am liebsten immer nur nicht sich selbst. Mhm. Ja? Die kennen nur sich, wenn man so möchte. Egos werden von stärkeren Egos beherrschbar, wenn sie Allianzen mit ihnen eingehen, um gegenüber anderen Vorteile zu erlangen. Das sind so diese typischen Klüngel, die wir sehen, diese Netzwerke, die sich bilden. Der Kölsche Klüngel. Sowas in der Art. Zum Beispiel. Das Ego, welches von der Spitze der auf diese Weise entstehenden Machtpyramide aus alle anderen Egos beherrscht, übt seine Herrschaft im Grunde gegen den Ego-Willen all derer aus, die es beherrscht. Denn, jetzt kommt's, von der natürlichen Logik her möchte jedes Ego nicht mächtigeren Egos dienen, sondern nur sich selbst. Und das ist der entscheidende Punkt. Mhm. Die Dienst an mächtigeren Egos ergibt sich nur aus Vorteilen, die man dadurch erringt, also irgendwelche Verführungen, irgendwelche Vergünstigung, was auch immer, sowie aus Nachteilen und Strafen, die man dadurch vermeidet. Und das ist ja dieser rituelle Missbrauch. Da wird ja wirklich mit den übelsten Sachen gedroht und gestraft, damit die spurtreu bleiben, über Generationen. Aber jetzt kommt, sobald Egos eine Möglichkeit oder Notwendigkeit erkennen, den mächtigsten Egos die Gefolgschaft zu kündigen, um nur ihren eigenen Interessen zu dienen, werden sie das tun. Diese Eigenschaft des Egos kann von den mächtigsten Egos nicht verändert werden. Ohne diese vom Ego selbst nicht zu korrigierende Natur des Egos wäre das Ego und damit die satanischen Kräfte kaum besiegbar. Das heißt, in dem Moment, wo sie sich mal zusammengeschlossen haben, um jetzt irgendeine Agenda durchzuziehen, kurz bevor sie das erreichen und vielleicht eine Art Machtkampf entsteht oder ein Machtvakuum entsteht an der Spitze, werden die anfangen, wieder sich gegenseitig zu bekämpfen. Und dadurch zerfällt der ganze mühevoll aufgebaute. Ich hindere nie einen Feind, sich selbst zu zerfleischen. Ne? Richtig. Irgend sowas. Ganz genau. Dabei, wenn er sich selber zerstört. Ja. Ja. Also, das. Ne, sie kennen die Liebe nicht. Und darum geht es. Die Liebe ist das, was verbindet. Ja. Ja. Und wenn ja. jetzt hier rivalisierende Ego-Eliten miteinander in Konkurrenz treten, ja, dann zerstören sie ihre eigene Machtstruktur, die ein vielleicht davor herrschendes, noch mächtigeres Ego erschaffen hat. Ja. Und so zerstören sie im Grunde sich selbst wieder und werden wieder zurechtgestutzt. Und daran sehen wir auch diesen zyklischen Charakter. Es werden bestimmte Strukturen aufgebaut, die halten für einen Moment. Aber kurz bevor es zur Vollendung kommt, wo man denkt, jetzt ist es zu spät, jetzt wird es endgültig eine einheitliche, unipolare Machtstruktur, zerfällt sie bereits wieder. Ja. Weil die Ego-Struktur oder die Ego-Natur so ist, wie sie ist. Jeder will eigentlich nur für sich selbst dienen. Ja? Und das ist die Achillesferse. Das Ego. Und wir haben natürlich auch in uns diese Ego-Strukturen, was ich ja schon gezeigt habe. Ja. Das heißt, wir müssen lernen, diese Ego-Strukturen in uns zu kontrollieren, zu bändigen, nicht zu unterdrücken, aber sie auch anzuerkennen. Sie sind da, sie sind Teil der stofflichen, materiellen Welt, sie gehören dazu. Aber sie sollten nicht auf dem Thron sitzen. Sie sollten genauso in die dienende Haltung des Selbstes kommen, ja, und nicht selber sagen, jetzt bin ich der Chef und sitze auf dem Thron und kann hier machen, was ich will. Ja. Dann kommt das raus, was wir gerade sehen. Ja, das heißt, das, was wir in der Welt gerade erleben, das ist ein Spiegelbild einer sehr egozentrierten Weltordnung, die gerade wieder am Zerfallen ist, weil natürlich auch andere Kräfte hier wirken. Und du hast es eben so schön gesagt, was verbindet denn? Das ist die Liebe. Mhm. Die Liebe verbindet. Die Liebe heilt. Und Schöpfung, überhaupt Schöpfung, ist etwas zu verbinden. Ganz genau. Und nicht zu zerstören. Ganz genau. Ja. Ja. Und jetzt gucken wir mal, was uns denn tatsächlich wirklich verbindet, weil
Wir haben ja schon über diese Machtstrukturen gesprochen, die, ich sag mal, strukturell sichtbar sind, also bestimmte Hierarchien und Netzwerke. Aber es gibt noch eine strukturlose Art von Steuerung. Und das ist okkultes Wissen. Ja. Das ist okkultes Wissen. Und da geht es jetzt tatsächlich um die Natur der sogenannten, nennen wir es, morphogenetischen Felder, ja, die alles miteinander verbinden. Weil die Natur des Kosmos, das Äther-Kontinuum, verbindet ja alles. Und das, was verdichtet in diesem Äther-Kontinuum schwimmt, ist wie ein Eisberg im Wasser. Ja. Ja. Und der Mensch, jeder Mensch, erschafft entweder solche Art von Felder oder aber er klingt sich per Resonanz in solche Felder ein, die schon erschaffen wurden. Auch. Ja. Ja. Das heißt also, das ist einer meiner Leitsätze oder Lieblingssprüche, der Mensch ist das, was er denkt. Was er denkt, strahlt er aus und was er ausstrahlt, zieht er per Resonanz wieder in sein Leben. Mhm. So. Und darüber sollte man auch mal nachdenken. Was strahle ich aus und was ziehe ich wieder in mein Leben zurück? Oder wie es im Spanischen creo heißt, sowohl ich glaube als auch ich erschaffe. Siehst du? Also crear und crear. Ja. Ja, ich erschaffe das, woran ich glaube. Ja, das sowieso. Glaube spielt hier eine ganz entscheidende Rolle. Und die Lenkung der Menschheit, so wie wir sie heute haben, da brauchst du keine ich sag mal, Waffengewalt. Das ist sehr primitiv. Das läuft über diese Geschichten. Wer in der Lage ist, solche morphischen Felder zu erschaffen und sie uns zu präsentieren, damit wir sie weiter aufbauen und vergrößern, der hat die Macht. Beziehungsweise das Feld hat diese Macht. Ja. Das heißt, der Erschaffer von solchen Feldern, der braucht gar nicht mehr da sein. Und das Feld hat seine Eigendynamik. Und man spricht ja bei diesen Feldern auch, es gibt, ich will noch so ein paar Eigenschaften nennen, damit es klar ist, entweder von Egregoren, oder so im Russischen sagt man dazu, Egregor. Oder Äther, könnte man sagen, oder Geiststoff oder kosmisches Geistfeld, hat Lothar Göring dazu gesagt. In diesem bewegen wir uns ja, wir sind ja eine Verdichtung in diesem kosmischen Geistfeld. Und ein Gedanke ist stofflich, der sich innerhalb dieses Gebildes formiert, ja. Und diese Felder sind sich selbst organisierende Informationsfelder. Die sind hierarchisch organisiert, das sehen wir. Also vom Atom angefangen, könnte man sagen, bis zur Galaxie. Ja? Alles ist ja miteinander durch dieses Äther. Holarchisch. Richtig? Nicht hierarchisch, weil Hieros ist der Priester. Das ist das. Ja. Ne? Die Herrschaft der Priester ist die Hierarchie. Und die Holarchie, das sind das, was du hier gezeigt hast. Genau. Ne? Holon ist das Ganze. Richtig. Und das Ganze herrscht. Das heißt, dieser Egregor, also dieses Feld, gibt die Richtung vor. Ja. Ja, wohin sich die sich in diesem Feld bewegen, ganz genau, gehen. Ganz da genau. Kannst du ein Familienfeld auch haben. Ja, wenn die Eltern in der Angst sind, sind richtig. Die Kinder mittendrin. Ganz genau. Ganz genau. Und man muss verstehen, diese Felder sind feinstofflich. Sie sind stofflich. Mhm. Und man kann sie als Erklärungsgrundlage nehmen, zum Beispiel für Telepathie, aber genauso auch für Ansteckung. Ja? Auch über diese Felder, also nicht diese toten, leblosen Partikel sind das übel, sondern es gibt Informationsfelder. Natürlich, die Familie, die schwingt ja auch irgendwo gleich. Das ist ein Resonanzfeld, in dem wir uns befinden. Und da kann natürlich etwas ausgetauscht werden. Diese Felder besitzen eine Raum-Zeit-Struktur, haben eine Art von Gedächtnis, was sich letztendlich, man redet von Kumulation, also immer mehr verstärkt, je häufiger Menschen diese Dinge denken, diese Dinge fühlen oder nach diesen Dingen handeln. Desto wahrscheinlicher ist es, dass es wieder passiert. Ja, das heißt, im Grunde alles, was der Mensch denkt, fühlt oder sagt und handelt, fließt in diese Felder rein und stärkt sie und macht sie größer. So. Ja. Damit es nicht zu abstrakt ist, kann man immer Beispiele bringen. Was sind denn solche Felder, solche morphischen Felder? Zum Beispiel eine Religion. Die hat ganz bestimmte Rituale, ganz bestimmte Regeln, Gesetzmäßigkeiten. Das ist ein bestimmtes, abgeschlossenes System, was durch die Anhänger, durch diejenigen, die daran glauben und danach leben, im Grunde erschaffen und weiter ausgebaut wird. Genauso verschiedene politische Ideologien. Du hattest vorhin Kommunismus, Kapitalismus. Menschen werden also in verschiedenen Ideologien geprägt, in den entscheidenden Lebensjahren, also Anfang des Lebens, übernehmen das dann, verinnerlichen das dann und erschaffen es ständig neu und vergrößern diese Ideologie. Genauso auch Organisationen wie die UNO, die Freimaurerei, letztendlich aber auch, ich sag mal, verschiedene Sprachen- und Kulturräume haben auch ihre eigenen Egregoren, ihre Volksegregoren, wenn man so möchte. Traditionen, die wir hegen und pflegen, von Generation zu Generation weitergehen, sind letztendlich auch diese Felder. Diese Felder, ja. Genauso können aber auch Lügen weitergegeben werden auf diese Art und Weise. Ja, das muss man sich auch klar machen. Und das ist das, was ein Mensch erschafft und erhält. So. Und die Frage ist immer, welchen dieser Felder folge ich? Genau, welche nähere ich? Welche nähere ich? Und von welchen lasse ich mich nähren? Richtig. Das war im Studium, 86 habe ich
bin ich ja dem Sheldrake da begegnet in der Literatur. Ja. Und das hat mir so viel Mut gemacht, ja, dass ich sozusagen schöpfe, schöpfe in die Sinne jetzt mir nehme aus diesem Feld von Menschen, die einfach schon vorangegangen sind auf diesem Weg der Selbstermächtigung, der Liebe und so weiter. Aber dass auch ich durch meine Entscheidung dieses Feld nähre. Richtig. Also das ist ein Austausch ist. Ein Wechselspiel, genau. Ja. Und dass ich jetzt nicht so sehr darauf achten muss, ob mein direktes Gegenüber jetzt sozusagen in meinem Sinne, nein, loslassen, ja, sondern einfach vertrauen, wenn ich aus der Liebe handle, ja, dann stärke ich dieses Feld. Punkt. Aus. Ja, ja. Und darf sozusagen die Wirkung diesem Feld überlassen. Ja, dass andere wieder da einklinken können und ich mir auch Kraft hole aus diesem Feld. Hier kommt ja jetzt noch dieser crew-kreative Aspekt hinzu. Ja. Das heißt, wir erschaffen kollektiv, und das schon solange es Menschen gibt, diese Felder. Und jetzt kommen wir mal zu dem, was das Böse in der Welt letztendlich ist. Ja. Das Böse ist ja auch nichts anderes als etwas, was Menschen erschaffen haben. Man könnte sagen, es ist ein bestimmter Egregor, ein Sammelsurium aller bösen Gedanken, Taten, Gefühle, was auch immer, was ein Mensch oder Menschen im Laufe der Zeit, wo es Menschen gibt, erschaffen haben. Und dieses Gebilde existiert und dieses Gebilde hat natürlich Interesse daran, irgendwo zu überleben. Es hat wesenhaften Charakter. Es hat einen wesenhaften Charakter. Und das ist magisches Wissen, das ist Eingeweihtenwissen, dass die Menschen in der Lage sind, diese Wesenheiten selber zu erschaffen. Das Böse besitzt keinerlei eigene Schaffenskraft, also ist quasi von uns abhängig, parasitiert nur auf dem Gesunden bzw. lebt auf Kosten der Schöpfung. Die Schöpfung sind wir. Wir sind die Schöpfung, weil wir auch immer wieder neu schöpfen. Ja. Das Böse breitet sich durch böse Gedanken, Gefühle und Handlungen der Menschen in der Welt aus. Wir sind die Torwächter, ob wir das Böse in die Welt lassen oder nicht. Durch unser Handeln, durch unsere Taten, durch unser Denken bereits öffnen wir den Raum für das Böse. Es kennt und nutzt alle Schwächen des Menschen gegen ihn aus und macht die Menschen so zu seinen Sklaven. Und das ist die große Gefahr, die wir aber auch erkennen können. Das ist wieder dieses Thema Unterscheidungsfähigkeit zwischen Wahrheit und Lüge in uns selbst. Dieses innere Ringen, welche Instanz in mir gebe ich sozusagen den Fokus. Ja. Und das Böse zerstört alles, was es erreichen kann und womit es interagiert. Es ist das, oder man könnte sagen, es ist das, was in der Welt Chaos und Leid erschafft. So. Was ist das Hauptziel dieses Bösen? Naja, ganz klar, es will an uns. Es muss dahin, wo es Energie bekommt. Menschliche Seelen. Ja? Und es möchte die Menschen vom spirituellen Lebensstrom des Kosmos abschneiden und uns letztendlich im Trennungsbewusstsein, also gefangen in der Materie, halten. Das ist sozusagen mal auf den Punkt gebracht, die Klarheit, die man braucht, um das Böse in der Welt zu erkennen. Aber jetzt kommt's. Die Pflicht eines jeden beseelten Menschen liegt darin, am Guten zu dienen und das Böse, und jetzt kommt es, in sich selbst zu bekämpfen. Und zwar in seinem eigenen Herzen. Nicht da draußen. Bekämpfen, gut, wie nehmen wir einen anderen Begriff. Nehmen wir einen anderen Begriff. In sich selbst zu kontrollieren. Ja. Ja? Also diese dämonischen Eigenschaften, die Summe dieser dämonischen Eigenschaften ist das, was das Böse letztendlich auch in der Welt ist, weil wir haben es nach außen hin auch projiziert. Ja. Aber wir erschaffen es immer wieder neu, solange wir uns als diese Schöpfer nicht sehen und unbewusst an der Stelle sind. Aber umgekehrt, die Aufgabe, wenn wir uns wieder als das sehen, was wir sind, als selbstbewusste Schöpfer, ist es unsere Verantwortung und Pflicht, diese Art von Kräfte nicht mehr durch uns wirken zu lassen und damit in diese Welt zu bringen. Das ist der Punkt. Ja. Wir sind diejenigen, die das Böse in die Welt gelassen haben. Und genauso wir sind diejenigen, die das Böse sozusagen wieder transformieren können und wieder befreien können. Und shit egal, ob das nun okkulte Eliten, außerirdische Rolle sind, wenn so wie wir sozusagen das Tableau des Bewusstseins betreten, spielt das gar keine Rolle. Man könnte sogar sagen, diejenigen, die in diesen Kreisen sind, in diesen okkulten Kreisen oder in diesen elitären Kreisen, die haben es am dringendsten nötig, dass dort mal die Liebe einfließt. Oh ja. Ja? So muss man es sagen. Die sind also am ärmsten dran, absolut, obwohl sie vielleicht materiell am besten dargestellt sind oder Macht sind haben. Arm. Aber sie sind sowas von arm, was das wirkliche, die Essenz des Lebens ausmacht. Absolut. Muss man einfach mal sagen. Sie haben sich in einer illusorischen Scheinwelt verloren, wenn man so möchte. Etwas, was eh vergänglich ist. Ja? Und wenn man so möchte, ist es, wie gesagt, die Aufgabe eines echten, beseelten Menschen,
das, was ich jetzt hier auf den Punkt gebracht habe, ja, in sich selbst zu erkennen, das ist die innere Arbeit, die wir zu leisten haben, um dann einfach anders zu handeln, in den Dienst zu gehen. Ja. Ja? Was hat Jesus gemacht? Er hat nichts anderes gemacht. Er hat genau das gemacht. Er hat genau das verkörpert als eine Art von Blaupause, damit Menschen sehen können, es ist möglich. Ja, und auch es ist möglich. Da sind die Religionen natürlich beteiligt gewesen am Opfer. Weil der Jesus eigentlich ganz was anderes wollte. Er wollte uns daran erinnern, wer wir sind, über welche Kräfte wir verfügen. Ne? Johannes 14, 12 zitiere ich da immer wieder. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mir vertraut, ja, oder wer an mich glaubt, hat Luther übersetzt, wer mir vertraut, der wird die gleichen Dinge tun, die ich tue, und er wird größere Dinge tun. Mazon, denn ich gehe zum Vater. Das ist Augenhöhe. Ja, das ist, wir sind genauso, sagen wir, Kinder Gottes, ein Schöpferwesen wie Jesus. Ja. Und das wollte er uns zeigen. Alles andere ist Beiwerk, und diese ganze Konzentration auf das Kreuz und Schuld und Ablenkung. Hast du nicht gesehen? Ablenkung. Ja, ja, genau. Im Grunde geht es ja darum, durch ein Vorbild, das uns zeigt, was möglich ist, ja, dem auch ihm folgen zu können. Ja, guck mal, Kinder lernen ja auch durch Vorbilder, logischerweise. Idealerweise sind es die eigenen Eltern oder andere Bezugspersonen. Und je nachdem, wie die das Leben vorleben, wird das unbewusst irgendwo auch aufgenommen. Ja. So. Und das ist der entscheidende Punkt. Er hat uns quasi, ob er in der Form existiert hat oder nicht, ist völlig egal. Es gibt diesen Egregor, ja, ja, an den viele Menschen glauben und sich orientieren. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Absolut. Es geht nicht um die verkörperte Person oder wen auch immer, oder den Menschen, der da gelebt haben soll, wo auch immer. Es ist völlig egal, sondern es geht nur um dieses Bild, was wir von ihm haben, an dem wir uns orientieren. Mhm. Ein Egregor. Mhm. Sehr mächtiger Egregor. Ja. Ja? Wenn man sich der Tiefe dessen, was in diesen ganzen Geschichten verkörpert ist, mal bewusst macht, was da eigentlich kodiert ist, wenn man so möchte, in den Gleichnissen und so weiter. Mhm. Ja? Mhm. Und jetzt können wir mal abschließend, um das Thema rund zu machen, nochmal zusammenfassen. Die Frage nochmal stellen. Ne? Wer oder was beherrscht unsere Welt wirklich? Ja. Ja. Und wir reden jetzt nicht mehr über Vanguard und BlackRock und irgendwelche elitären Kreise, sondern wir reden über das Thema kollektive Gedankenbilder, also diese Egregoren, die wir alle erschaffen. Natürlich werden auch diese Dinge benutzt in der psychokulturellen Kriegsführung. Das heißt, wir Menschen sind durch die Medien bestimmten Bildern ausgesetzt. Und die Frage ist immer, ob wir sie als Lüge erkennen oder ob wir sie einfach annehmen, daran glauben und sie dadurch verstärken. Genau. Ja, das ist also quasi das, was mit unserer Schöpferkraft hier gemacht wird. Die Medien können gar nichts, wenn wir es nicht verstärken, indem wir es weitertragen. Ja. Ja, aber dazu kommt eben auch noch der zweite Aspekt, das nenne ich die individuelle, aber auch kollektive Psychostruktur. Denn die trifft ja auf bestimmte Resonanzen im Feld. Wir haben eine bestimmte Struktur, die kann durch Traumamuster entstanden sein, und die trifft natürlich dann auf andere Traumamuster, die auch im Feld sind, sodass wir also quasi nur Traumamuster sehen oder das projizieren. Das heißt, wie innen, so außen, kosmisches Gesetz, wenn man so möchte. Das heißt, auch diese ganze Normopathie und die Unreife und diese Gefühlsabstumpfung, was da alles dranhängt, spielt auch eine große Rolle. Weil ein Mensch, der sich in dieser Hinsicht, sag ich mal, zu sich selbst entfremdet hat, ja, der ist leichter natürlich lenkbar, als absolut, wenn er bei sich selbst ist, ganz klar. Jetzt kommt ein Aspekt, den haben wir nur am Rande kurz erwähnt, nämlich das Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Kräften. Es gibt russische Gelehrte, die sagen, was beherrscht die Welt? Das ist die Länge des weiblichen Rockes. Mhm. Also es gibt Zeitalter, da ist der Rock sehr lang, sehr weit unten. Und es gibt Zeitalter, da ist der Rock sehr kurz oder fast nur eine verbreiterte Gürtelschnalle, wenn man so möchte. Ja, entsprechend sind dann natürlich auch das Verhältnis oder die Auswirkung auf das Männliche hat natürlich dann die Folge davon. Und das wiederum wirkt sich auf die gesamte Gesellschaft aus. Wie das Weibliche in einer Gesellschaft betrachtet wird, wie das Männliche in einer Gesellschaft betrachtet wird. Das heißt, dieses dynamische Wechsel, die Wirkung zwischen männlich und weiblich, zwischen dem Geist und dem Materieprinzip, ist natürlich auch maßgeblich für eine bestimmte Kultur und für ein bestimmtes Zeitalter, in dem wir uns auch befinden. Ja. Und jetzt sind wir gerade in einem sehr materiellen Zeitalter. Ja, also das kann man ja sehen, wo nicht unbedingt die hohen geistigen Werte jetzt entscheidend sind für die meisten, also nach denen gestrebt wird, sondern heute ist wichtig, ein Haus zu haben, zwei Autos zu haben, ein Haus, ein Grundstück, einen Garten, was auch immer, ein bestimmtes Gehalt. Das ist momentan, zumindest in der westlichen Welt, sind das die Werte, nach denen gestrebt wird. Ja? Das ist aber nur, ich sag mal, eine bestimmte Kulturepoche, in der wir uns bewegen. Ja? Weil die Raumzeitqualität ändert sich ja gerade.
Das können wir ja spüren und sehen. Ja, aber ich meine, dass das nicht das Herz nährt, ja, oder unsere Seele nährt, das wird ja immer mehr Menschen offenbar. Richtig. Also dass das, was uns da als Ersatz angeboten wird, also der Konsum, nichts, aber auch nichts ja. davon ersetzen kann. Ja. Was Freundschaft, ja, was Liebe, was Mitgefühl, ja. was Wärme, menschliche Wärme und Nähe ja. Ja, bringen. Ganz ja. genau. Ja. Im Grunde ist das jetzt heute, die Zeit, die wir haben, ist die Zeit des Egos, ja, des übersteigerten Egos, ja, das jetzt einfach sich selbst hier zum König gekrönt haben möchte. Aber gleichzeitig auch Angst hat, diese Macht, die sie angesammelt hat im Laufe der Jahrhunderte, zu verlieren. Ja, das ist, da steht ja genauso im Raum, die Angst des Verlustes. Ja. Aber letztendlich ist es auch ein Kampf, den wir in uns selbst tragen, was ich sage. Diese Instanzen in uns selber, also sozusagen diese feinstofflichen und stofflichen Hüllen, gleich die Ego-Struktur und das Wesen, das dieses ganze Gebilde letztendlich zusammenhält, die Seele, das ist das, womit wir es jeden Tag in uns selber zu tun haben. Also das ist sozusagen das innere Ringen, man könnte sagen, der Krieg in uns. Und das, was wir heute in der Welt sehen, ist nur ein Ausdruck dessen, was in uns ringt. Und wo die Mehrheit der Menschen sich quasi gerade hinorientiert. Ja. Das heißt, sehen wir uns getrennt, Trennungsbewusstsein, oder sehen wir uns verbunden? Ja. Und man könnte sagen, das Trennungsbewusstsein ist der eigentliche Feind, der uns momentan hier das Leben schwer macht. Damit wir vielleicht irgendwann zu dem Punkt kommen, dass es etwas gibt, was uns doch verbindet als Menschen. Ja, und die Lüge. Also ne, wie viele Menschen auch mit einer Lebenslüge ja. leben und alles tun, damit sie nicht entdeckt wird, weil sie nicht an die Gnade glauben und nicht an Vergebung ja. und so weiter, dass wir uns getäuscht haben, dass wir uns geirrt haben. Ja, ja, und jeder Irrtum ist berichtigungsfähig. Ja, wenn man ihnen einsieht, dass ich mich geirrt habe. Ja. Ja, ich dachte damals, genau das Richtige getan zu haben und habe nicht ermessen können, welchen Schaden ich anderen oder mir selber dadurch ja. zugefügt habe. Und weil sie eben, ne, dieses Seven Lives, zum Beispiel Sieben Leben, dieser Film, grausam, weil da ne, halt Vergebung keinen Platz hat. Sondern nur 1:1. Ich muss sozusagen, wenn ich 7 Leben auf dem Gewissen habe, muss ich jetzt versuchen, 7 Leben zu retten. Wie auch immer. Mhm, nur dann kann ich bestehen. Ja. Also diese Barmherzigkeit, Vergebung. Liebe. Also Liebe. Liebe. Ja, hilft uns aus der Lüge auch ja. rauszukommen. Und Wahrhaftigkeit für mich kann ich dann leben, wenn ich rauskomme aus diesem Verurteilen und nicht vergeben. Solange ich eben im Verurteilen bin, werde ich alles tun, um die Lüge aufrechtzuhalten. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Sorry, jetzt habe ich dich in deinem Fluss noch diesen finalen Fluss unterbrochen. Ja, also wir sind nicht Vanguard und BlackRock und wie sie all die Familien heißen, ausgesetzt. Sondern ausgesetzt sie, vielleicht schon. Ja, aber sie können ohne uns nichts tun. So rum ist es richtig, ja. Wenn wir ihnen nicht mehr Macht geben. Ja. 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 Innere Arbeit. Das Absolut. Ist jetzt, was ansteht. Innere Arbeit. Ja. Ja. Nicht im Außen, das ist sekundär. Die innere Arbeit muss zuerst gemacht werden. Ja. Absolut. Und jeder wird jetzt mit diesen Themen konfrontiert, mit Mustern, die in ihm wirken, die ja. übernommen wurden, unbewusst, von den vorherigen Generationen. Die sind da und diese Muster kommen hoch. Die machen auch gesundheitliche Probleme. Ja? Also es ist nicht nur einfach jetzt den Umständen der letzten 2 Jahre gezollt, dass Menschen jetzt gesundheitliche Probleme bekommen, sondern es hat sich in den letzten Jahrzehnten, ja. vielleicht auch Jahrhunderten, so viel angesammelt, karmisch, wenn man so möchte, gerade auch hier in Deutschland. Ja? Also wir Deutschen haben da eine Menge aufzuarbeiten. Aber gleichzeitig ist ja in diesem Prozess, wo es vermeintlich so dunkel ist, auch der Same für das Neue enthalten. Wenn wir es schaffen, wenn wir es geknackt kriegen an der Stelle, dann kann auch von hier aus ein Impuls in die Welt gehen. Absolut. Der wirklich die Welt friedlich vereint und verbindet. Ja, das muss man sich bewusst machen. Das ganze Schuldthema für mich. Das ganze Schuldthema, ja. Das Zentrale, ja. wo wir Deutschen eine Aufgabe haben, glaube ich, stellvertretend für die ganze Welt. Ja. Ja, weil mit Schuld wird manipuliert.
Und mit Angst. Ohne Ende. Und mit Angst. Angst und Schuld für mich sehr, sehr, sehr eng verknüpft. Raik, vielen, vielen Dank für diesen Ausflug und die Beantwortung, wer ja, in unserer Welt wirklich die Macht hat oder es beherrscht. Es sind nicht die Teile da draußen, sondern es sind wir. Dumm gelaufen. Wir müssen was tun, offensichtlich. Unser Bewusstsein von uns selbst verändern. Vielen Dank, Raik Rawe. Und bin gespannt, was du noch so alles im Petto hast. Ihr Lieben, das ist mal wieder deutlich über eine Stunde gewesen, aber das abzubrechen wäre völlig blödsinnig gewesen. Und ihr entscheidet ja, wie lange ihr bei so einem Gespräch dabei bleibt. Und sagen wir aus den Erfahrungen bisher, ist es bei Raik eigentlich immer so gewesen, dass die meisten tatsächlich bis zum Ende gehört haben. Ich danke für die Energie eurer Aufmerksamkeit und hoffe inständig, dass das eine oder andere bei euch sozusagen einen Anker geworfen hat und euch zum Nachdenken angeregt hat. Und sage für heute Tschüss.